Quad-Mann und seinen Bruder, der Quad-Junge. Und vor uns steht Bartmann, die Hauptfigur aus diesem Spiel. Und zwar, das ist wie folgt. Call of Duty hat ja Captain Price, ne? Die Modern Warfare-Reihe. Mhm. Den kennt man ja, weil der hat so... Der hat einen coolen Hut. Der hat einen Hut und der hat einen Bart und der hat... der ist Soldat. So, und dann dachten sich die Leute bei Medal of Honor, wir brauchen auch einen Captain Price. Und sie hat auch einen Hut, nämlich eine Cap, die er zurückgedreht hat. Eine coole Sonnenbrille. Aus den 90ern. Bei Nacht! Und ein Vollbart. Hätte er den Vollbart nicht, würde er aussehen wie Super Richie. Wie Ronneberg. Nein. Oh, wurde gerade geschlagen dafür. Die Sonnenbrille ist übrigens aus den 90ern. Ey, cool, Quad-Mission. Yeah! Yeah! Ah, mein Bein! Das tut mir überhaupt nicht weh. Tschüss. Au. Tja, ich würde sagen, der hat auf jeden Fall was gemacht, was Farid Bang nicht gefallen würde. Und zwar Beine trainiert. Ich hasse dich so sehr. Hey, wir fahren einfach mal hier lang. Okay, nicht. Oh, offene Missionsstränge. Ja, ist ja nur ein Rennspiel. Ja. Oh, warte, es ist gar kein Rennspiel. Es wird zum Rennspiel, wenn du dir ganz tief und fest wünschst. Also der Nachfolger hatte ja ein paar ganz gute Fahrmissionen. Die Fahrmissionen waren aber nicht neu, die gab es nämlich hier schon. Du kannst nämlich mit der Leertaste ein Powerslide ausführen, guck. Yeah. Und jetzt Turbo. Jetzt und jetzt Nitro, Vollgas. Und jetzt Vollgas. Und naja, die Fahrmissionen hier sind nicht ganz so spannend. Die sehen aber wenigstens durch die Lichtstimmung halbwegs atmosphärisch aus. Die sehen ganz gut aus und das Ding steuert sich zumindest angenehm. Aber irgendwie ist es relativ... So ein bisschen, ich glaube, du solltest... Ja, besser ist es. Na... Du bist aufgeflogen, wurdest abgeballert. Aber ich hab ein paar Osten eingesetzt. Ey, stand zum Weg. Anatolien. Tim, du musst stealthy sein. Du darfst nicht einfach den anderen umfahren und dann dein Licht anschmeißen. Alles klar. Die saß eine Woche dran, die KI zu programmieren. Mhm. Das hat sich gelohnt. 2 Tage, maximal. Nein, die ist echt gut. Sie findet den Weg nämlich alleine, wenn du ihr in den Weg fährst. Aber erst, wenn sie irgendwie auf dem Kopf steht oder so. Dann wird sie getriggert. Ah ja, wir sollen auch mal irgendwie unsere eigene KI ansetzen. Gut. Das ist ein richtiger Racer-Tipp. Ja. Ich hab Fuel gespielt und ich hab Pure gespielt und ich hab Nailed gespielt und Quad-Rennspiele dürfen immer nur eine Silbe haben. Nein, Quad-Rennspiele dürfen nur eine Silbe haben. Okay. Okay, Steph nicht so. Das ist immer meine Reaktion, wenn ich. Okay, Steph nicht so. Das war sehr stealthy mit der Granate. Ja, keiner hat sie gehört. War Silvesterfeuerwerk. Na, war, ist Schall gedampft. Hallo? Sie bauen keine Munition, sie sollen schießen. Okay. Okay. Auf. Also das ist jetzt aber wirklich nur grau, ey. Da was? Ich, ja, ich hab's geschafft! Gut gemacht, Tim. Dann geh sie im Turm, ey. Oh Gott! Hey! Hey, der eine hätte uns fast überrascht. Ah, praktisch. Dankeschön. Danke, Script-Event. Dankeschön. Wieso gucken die sich eigentlich gegenseitig an? Wir haben geredet über dieses Spiel. Naja, aber sie haben erst angefangen, sich so intensiv anzugucken, als du runtergesprungen bist. Au! Ja, ich renn los! Ich bin Dusty, ich bin Stealthy. Dusty und Stealthy.
Ich kann ihn nicht töten, obwohl ich einen Scharfschützengewehr auf dem Rücken habe. Was macht der denn da? Er steht einfach nur rum. Oh, umgebracht. Oh. Hä? Was? Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Ach, aus der Tür da eben. Wieso hat er ihn aus der Tür kommend nicht gesehen? Ich verstehe so einiges in diesem Spiel nicht. Ach so, und jetzt ballern wir einfach. Okay. Ja! Okay, das, die kümmert sich um alles. Und da oben, Vegas und Panther. Okay, da laufen sie. Der rosarote Panther ist ganz schön gut in Form. Ja. Tim? Wir sind Danger Close, die waren so gefährlich da dran. Wir haben uns keine Mühe gegeben. Es tut uns leid. Was zur Hölle war? Das war die momentane Teleportation aus Dragon Ball in praktischer Form. Hier, kommen sie her. Hier ist ein Dimensionstor in diesem Gebäude. Ich will in das Gebäude, ich will sehen, was da ist. Wahrscheinlich nicht viel. So, und jetzt gucken sie sich diesen ausführlichen Plan an. Hör mir dich angucken! Ja! Mann, das hat wehgetan, hör auf! Schön, Exposition. Ich liebe Exposition in dem Spiel. Was ein Shooter ist. Was? Gut gemacht, Tim. Aber jetzt können wir uns wenigstens nochmal angucken, wie die sich da gleich hin teleportieren. Das Lustige ist, du musst hier gar nichts machen. Die machen das schon für dich. Das ist geskriptet. Die sind von da hinten gekommen vor allem. Dann hier hingerannt. Laufen wir zurück. Da sind sie. Ja. Das war ganz schön schnell. Die momentane... Kam ja auch per Prime. Oho, Geld ausgeben. Findet und tötet die bösen Jungs. Das funktioniert andersrum nicht. Halten Sie ihn hin. Findet und tötet die bösen Jungs. So. Bad Boys, what you gonna do? Das Ding ist, dass sie die auch schon als böse Jungs bezeichnen. Zeigt schon, wie egal den Writern das Spiel war. Ziemlich, ja. Kehre zu den ATVs zurück. Das war bis jetzt auf jeden Fall eine nervenzerreibende Mission. Es gab schon irgendwie einen Gegner. Du musstest bis jetzt, glaube ich, zwei Gegner abschießen. Die zwei, die sich so intensiv angeguckt haben. Ich glaube, der hintere ist dein... Das war mein Quad, ich bin cool. Yeah! So, wir dürfen natürlich erst drauf, wenn er drauf sitzt. Mein cooles, weil drücke F, um in Kreis mit Symbol einzusteigen. Ja! Kennst du diese Kinderbücher, bei denen immer die schweren Wörter durch Bilder ausgetauscht wurden? Ja, kenn ich. Das ist irgendwie so die Videospielfassung davon. Ah, ist ja praktisch. Wir wissen jetzt, was die Zielgruppe ist. Ich meine, das ist ja Kreis... PR. Mir ist gerade kein gutes Beispiel für praktisch eingefallen, was in den Kreis kommen würde. Sehen Sie das Dorf? Genau, guck mal, du hast jetzt ein praktisches Handy-GPS. Ich finde es gut, wie der Typ mich D nennt, während er selbst, sein Name fängt auch mit D an. Ja, aber er ist ja Double D. Oh. Wie so einiges in seinem Leben. Ah, oh, die Animation sah super aus. S und W. Oh, da war was. Au. Ach, töten nicht rumballern, machst du doch. Das labert er dich an, ey. Wir haben wieder ein Gizzy im Turm, ey. Ich würde einfach sagen, der Medal of Honor Fan sieht dazwischen. Und tot. Oh nein, Gizzy, du musst N machen und dein Visier anmachen. Kann ich ihn sonst nicht töten? Nein, ich glaube nicht. So mal seine Füße zu treffen. Okay. Ah doch, du kannst. Mit zerstörbarer Umgebung. Oh. Naja, du kannst durch Holz schießen in Sequenzen, in denen du durch Holz schießen musst. Ja, das ist ziemlich praktisch. Ich bin ein Taliban. Das ist der Geist der Weihnacht gewesen. Heftig. Jetzt höre ich erstmal auf zu schießen. Scrooge McDuck. Double D, siehst du? Er ist wirklich Double D. Ja, ich sag ja. Wunderschön. Ja, also im Prinzip sind wir eben gerade 5 Minuten mit dem Quad durch die Gegend gefahren. Um weiter dann, mit dem Quad? Nee, um dann erstmal Moorhuhn zu spielen und jetzt können wir weiterfahren. Praktisch, oder? Im Schneeland auf einmal. Ich kann nicht absteigen, jetzt kann ich absteigen. Hallo, ich bin Dusty. Bin ein bisschen verrostet und ein bisschen verstaubt, aber mein Lieblingsmap ist Dust 2. Oh, oh, oh. Dusty kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Moment, da ist ein Drug. Okay. Ich glaube, Dusty war ein Charakter aus Gothic, weil ich noch weiß. Okay. Hey, ich gucke in die Richtung und schieße und treffe! Ich bringe euch alle um! Ich bin Dusty, ich kann das! Ich weiß nicht, was ich mehr hasse, diesen Stuhl oder das Spiel, ey. Ich bin nicht mehr so sicher. Oder mein Leben, das spielt auch irgendwo da.
Das spielt auch in Afghanistan. Scheiß auf die Sniper. Kann ich nicht die Sniper aus der Mission davor mitnehmen? Die ist viel cooler gewesen. Du stellst aber auch Ansprüche. Ja. Das Spiel hat unendlich Munition und Waffen. Ist gut. Teambeschuss! Mut! Uah, ich bin hier um. Reißen sich. Oh. Oh, du sollst dich zusammenreißen. Die. Okay. Hör auf bei Popstars alle Kandidaten fertig zu machen. Ja, Entschuldigung. So klingt der. Ist genauso nicht anders. Ja, wir haben nichts mitbekommen. Sorry. Du musst die Szene retten, zu viel Boostern, hey. Ich hasse dich so sehr, weißt du das? Oh nein, meine Hand. Nutzen Sie, was Sie haben. Dass die. Ich bin Dusty. Jeder kann Dusty sein. Wir können den Witz auch zweimal machen, Tim. Den haben wir ja nur erst einmal gebracht. So, der verdritt sich die Beine im wahrsten Sinne des Wortes. Ich breche ihm gleich die Beine. Oder Dusty. Und da haben wir die berühmte Bravo Poster Wall eines jeden Talibans da hinten. Da steht ein Artikel darüber, warum Justin Bieber und Selena Gomez nicht mehr zusammen sind. Oder doch, ich weiß es nicht, tut mir leid. Justin Bieber. Bieber Butzemann. Ha, vielleicht ist er oben. Ich rede mit dir und dann gucke ich nach oben. Soll ich das jetzt machen oder soll er das machen? Ich glaube, ich soll mal wieder was machen, okay. Achso, der andere ist mit umgefallen, weil Dusty. Weil Dusty aufpasst. Weil Dusty aufpasst, dass die Texturen gut sind. Ja, das macht er. Dafür ist er bekannt. Ich versteck mich. Ha, Holzpaletten. Oh, danke. Die hier praktischerweise stehen. Darf ich hinterher auch? Nö. Ich bin Dusty, ich kümmere mich jetzt um das Spiel. Finde ich sehr gut, dass du das nicht darfst einfach. Du darfst nämlich nichts Interessantes machen, du musst auf dem Boden bleiben und einfach nur sinnlos rumschießen. Auf dem Boden der Tatsachen, nämlich dass dieses Spiel nicht gut ist. Ha! Ha! Ey! Jetzt alles klar, ey. Ja, man sieht mich da oben überhaupt nicht im Mondschein. Guck bring mal, wie einen Sender am Truck an, okay. Welchen bringst du an? ARD, ZDF? Nickelodeon, dann hören sie die. Ja, voll was angebracht. Einfach flache Hand oben drauf. Oh, geil. Wie kommst du jetzt da hin? Du warst eben. Wir haben Besuch, Tim. Man muss Besuch immer gebührend begrüßen. Okay, kümmere dich mal darum, Dusty. Guten Tag, liebe Freunde. Oh, mein Bein. Naja, aufs Bein, aber okay. Oh, kein Doorbridge. Du musst irgendwo wieder raus. Oh, er hilft dir sogar. Ich geb dir die Hand. Oh, du bist so ein lieber Kerl, Dusty. Bizeps. Im Krieg kämpfen alle miteinander. Im Krieg wird keiner zurückgelassen. Ganz ohne Ärger. Ganz ohne Ärger regeln wir das, okay? Wie oft der jetzt die sagt, das ist echt ein bisschen nervig. Oh, hier hätte so schön durch beide durchschießen können. Steph, wir sind unentdeckt. Oh, man steht immer relativ schnell. Ja, man kann Steph-Sequenzen... Man sieht seine Uhr. Ja, es ist echt spät. Ja. Nämlich zu spät für dieses Spiel. Ach so, man sollte nur warten. Ha, Slide. Das sieht so unnatürlich aus. Ja. Ah, das ist der berühmte Arschstecher. Der wird auch in medizinischen Kreisen angewandt, um Hämorrhoiden vorzubeugen. Nein, das ist eine uralte Vergewaltigungstechnik. Oh. Von hinten kommen und stechen. Das ist lustig, weil Sex. Haha. So, hier darfst du auch nochmal einen Sender anbringen. Bring mal an. Und da kommt die GEZ und ich merkt, schön, oh, du hast einen Sender an deinem Auto. Oh ja, jetzt kostet das Geld. Und das ist das Ziel auf jeden Fall. Ja, jetzt geht nach... Die Sache ist die, man... Die? Ja, Detlef, wie los? Jetzt komm schon, warum durfte ich denn den nicht hoch? Warum haust du denn ab? Kein Bock mehr. Kein Bock mehr, nö. Keiner wird zurückgelassen. Die Wachen sich hier positionieren, ich meine, sie wieso laufen... Wieso sehen die mich, wenn ich jemanden töte? Ja, weil das nicht so gedacht ist, wie du das gemacht hast. Aber... Ich, natürlich ist das scheiße, aber du siehst, die zwei Wachen laufen nach links, rechts und öffnen das Tor in der Mitte zu der zufällig offenen Behausung, ja, wo die Wache zufälligerweise natürlich mit dem Rücken zu dir steht. Du verstehst, es ist, par excellence, dieses Design, wie immer. Siehst du? Achtung, jetzt... Und schon öffnet sich der Korridor.
Ich frage mich, ich glaube nicht, dass du irgendeinen anderen Weg wählen sollst. Nee, ich glaube auch nicht, dass es möglich ist. Nee, das habe ich nicht. In Call of Duty gibt es ja auch solche Parts. Die haben nur meist einen Typ, der dir wirklich genau sagt, was du zu tun hast, weil er vor dir läuft. Ja. Aber gut, ob du, wie du jetzt suggerierst, dass du irgendeine Freiheit hast, ist eigentlich auch scheißegal, weil im Endeffekt ja, hast du keine. Habe ich nicht. Ich kann eventuell alle hier töten, aber die wollen entweder Stealth oder alles töten. Was dazwischen gibt's nicht. Und Stealth ist nur genau, wie sie es wollen. Und nicht anders. Ah, jetzt hat er einen Sender mal in der Hand gehabt. Ah. Tja, der hatte eine lange Leitung. Oh Mann. Ach, den durfte ich jetzt töten. Ja, der hatte ich nicht gesehen vorher anscheinend. Aus Gründen, die ich nicht kenne. So, halt, Jus. Guck mal, da hinten musst du wieder hin. Ich bin einfach die falsche Route gerannt und deswegen bin ich gestorben. Ja, siehst du? Du musst jetzt auch wieder direkt zurück. Ich glaube, du kannst auch einfach zurückgehen jetzt. Lauf einfach durch. Hat er jetzt gesagt, schon ich darf? Ja, da hinten war doch das Symbol. Wenn du jetzt nicht nach... Ja, genau. Ja, ich blinke. Nach links orientierst, wollte ich sagen. Ich bin ein Symbol und blinke. Jus? Dusty? Ah, da bist du, Dusty. Ah. Ah. Man kann sich immer auf dich verlassen und darauf, dass ich durch dein Knie klippe. Wann immer ich für dich brauche, bist du für mich da, Dusty. Ist schön, wie sich für die ersten beiden Missionen am wenigsten Mühe gegeben wurde bisher. Ja. Ich springe. Man muss dazu sagen, wir haben eben gesehen, dass die ersten zwei Missionen, die ihr schon gesehen habt, tatsächlich nur Prolog waren. Ja, das hieß Prolog. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Story-Prolog sein sollte. Nee, natürlich, ich habe jetzt nicht wirklich was von der Story mitbekommen. Das ist immer das Problem in diesen Spielen. Aber ich meine, eines der Probleme. Wir sind bei relativ vielen Problemen mittlerweile angekommen. Jetzt habe ich nichts zu sagen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die wirklich 5 Charaktermodelle haben, Maximum, oder nicht? Gegner? Ja, ich habe echt 5 Stück. Ich meine, ja klar, Klischee-Taliban zu zeichnen ist nicht so einfach. Zumindest wenn man davon viele malen soll, die unterscheiden sich halt durch wenigen Punkten, aber man kann immer mehr als 5 machen. Das wäre schon sehr praktisch. Das wäre auf jeden Fall was. Es würde die Immersion fördern. Soll ich jetzt jeden töten? Okay. Au. Allahu Akbar, würde Rüdiger jetzt sagen. Lustig. Ja, sehr. Ich bin Dusty, ich mach Krieg. Nein, eigentlich macht er keinen Krieg, ey. Senkt seinen Kopf und sagt, oh, ich wollte doch Hausmann werden. Oh! Oh! Ja, seine MP sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus. Jetzt wo alle wechseln. Achso, nee, einer hat noch Glück, okay. Ich glaub, Tim. Das ist der Lampenschießer, Mann, der trifft jeden außer die Lampe. Ich glaub, Tim. Oh, Kopf, was? Wie? Wie hab ich den Kopf denn getroffen? Dusty ist so lange nicht mehr im Krieg gewesen, dass seine Kriegstreiberfähigkeiten ein bisschen staubig geworden sind. Der Witz hat. Warte mal, der Witz hat so ein Bart! Oh, ein Bart wie Salafisten. Ich hasse dich so sehr. Meine Videos, meine schönen Videos. Tja. Gib mal Munition. Wie soll man denn hier in diesem Spiel überhaupt an Munitionsschwierigkeiten gelangen? Gar nicht. Situationsbericht. Alles okay. Alles okay, ich bin hier nur mit dem verrückten Detlef die Soße, der seine Feinde 20 Mal messert, bevor er weitergeht. Oh nein. Shit. Das ist ein Slipstick kaum zu überbieten, das ist wunderschön. Oh nein, ich stimme auch. Ja. Oh, rat mal, wo wir nicht mehr hin können. Oh ja, so sind die Dörfer immer gebaut worden. Ja, ja so das sind sowieso, in Shootern sehen Taliban-Dörfer immer wunderschön aus. Das ist auch wahrscheinlich der einzige Grund, weswegen man dieses Setting nimmt, ja. Weil die Leute immer noch denken, ha, das sind Dörfer, da wohnen 2 Menschen. Richtig. Und jeder von denen hat 4 Kamele und 2 Straße. Man braucht auch keine Straße. Man hat auch hier voll die Straße. Ich guck ja, da. Ja. Da runter. Eher eine Strafe hat man. Und da kommst du nicht mehr durch. Bisschen Backtracking ist immer schön. Ja, ich liebe Backtracking. Mal wieder das HUD anzeigen. Oh, weil man da ja auch nicht alleine hochklettern kann. Ah, nee, diesmal sind wir der coole Typ, der ihn hochhilft. Danke, Dusty. Ja. Wetten, Dusty klettert jetzt einfach alleine hoch? Nein! Oder doch? Hä? Doch. Doch, ja. Er steckt mit seinem Körper im Boden. Ein bisschen durchklippen ist immer okay. Ja. Warum können eigentlich alle klettern, nur ich nicht? Das ist die gute Frage. Das ist diese Hintergrundgeschichte. Achtung, und du darfst jetzt erstmal wieder warten, bis du... Oh, nee, ich glaube, nee, du darfst diesmal direkt... Ja. Aber auch nur, weil du... Nee. Oh. Ja, jetzt fahren wir einfach durch. Einfach gegen das Tor fahren. Hey, das sind unsere Kumpels, die... Die haben wir seit 20 Minuten nicht mehr gesehen. Die sind auf jeden Fall hart am Arbeiten. Ich zoome ran. Ich behalte sie im Auge. Erstmal absteigen hier.
verlassen Sie den BP. Man versteht sie überhaupt nicht. Jemand versteht wirklich nichts. Willkommen in Clementine. Das dachten sich die Entwickler von Walking Dead auch. Ha! Das wird sie sich merken. Gut! Can you remember? Das ist jetzt der Oh, Goat Simulator! La, lustig, der Ball, lustig! Dubstep! Ah, guck mal, da. How's it going, Bros? Ich hasse dich. Oh nein, nicht Peter Steiner! It's Kurman! Ein Stadtmensch! Stadtsoldat! Ich liebe Milka Schokolade, waren die letzten Worte, die man von ihm gehört hat. Ich finde es gut, dass wir von der objektiven Bewertung dieses Spiels zu einer sinnlosen Ansammlung von Popkulturreferenzen und... die nie lustig waren. ...und perfiden Humor gewechselt sind. Aber das passiert. Ich glaube wirklich, dass es trotzdem ganz gut ist, Tim, aus dem simplen Grund, dass man als Zuschauer merkt, dass dieses Spiel selbst so wenig zu liefern hat, dass alles unterhaltsamer ist als das. Nein, du kannst sprinten... und die grauen Berge angucken und die grauen Berge angucken und dein Team, wie sie den Berg und den Sonnenaufgang betrachten, der wunderschön ist. Das ist doch schön. Das ist aber die Lichtverhältnisse sind übrigens genau die gleichen. Drücke Maus Mitte, um den Feuermodus zu ändern. Ja, weil das brauchst du auch, weil das so schwer zu... Abgesehen davon hatte ich diese Waffen gar nicht. Sind wir jetzt eigentlich schon in der vierten Mission? Ja, sind wir. Ja. Wunderschön. Ich leg mich hin. Oh ja, ich schön. Ich stecke im Boden drin. Ein Schneeengel. Matschengel sind mir die liebsten. Mach mal Rabbit. Wie, weißt du, das Beste ist, dass wir wieder Rabbit heißt mittlerweile. Man weiß einfach nicht, wer man ist. Manchmal ist man die, manchmal ist man Rabbit. Ja, da war ja gerade eine Zwischensequenz, um dir das zu zeigen. Aber irgendwie, ich, warum? Also bei mir ist es nicht hängen geblieben. Aber weil ich sie übersprungen habe. Ach so. Das gibt Sinn, ja. Ich hoffe, das wird kein Director's Cut. Die Luftunterstützung ist eingetroffen. Uiuiui, das hat sie aber gebracht. Weil ich hoffe, das wird kein Director's Cut. Ich finde das alles gut, was wir sagen. Bei Flakmann. Reaper 31. Endlich mal, das ist die erste Kriegssituation im ganzen Spiel bisher. Das stimmt, das ist das erste offene Gefecht, richtig, ne? Ja, nee, in der zweiten Mission haben wir doch auf dem Schrottplatz. Ach ja, der Schrottplatz. Ja, in Dernbach. Ja, danke, dass ich mich ducken darf. Oh, mein Strohhalm ist eben gerade auf den Teppich gefallen. Oh, das ist schlimm. Und jetzt breche ich. Oh, das ist schlimm. Ich hasse mein Leben. Man kann auch nicht aus Flaschen trinken ohne Strohhalm. Das ist keine Flasche, das ist ein Glas. Das macht es nicht unbedingt schwerer. Ja. Oh nein, die glauben ja alle... Okay, doch nicht. Das ist übrigens der heilige Taliban-Spawnpoint. Da stehen die alle zu 30. So führt man nämlich Krieg. Au! Die Granatenanimation ist übrigens extrem unbefriedigend. Ja, die fallen wirklich einfach nur zur Seite. Der Multiplayer wirkt es irgendwie besser. Ja gut, das sind ja auch wieder zwei verschiedene Spiele bei diesem Titel. Das ist übrigens, man muss sich das einfach mal vorstellen. Nicht nur, dass es zwei verschiedene Entwickler sind auf zwei verschiedenen Engines und man somit zwei verschiedene Grundgerüste auf einer Disk hat. Auch wenn irgendein Bug existiert oder so, müssen zwei verschiedene Teams sich drum kümmern. Ja. Aber im Endeffekt hat es keiner von beiden gemacht, glaube ich. Ich glaube nicht. Insofern ist das denen auch egal gewesen. Ich meine, es ist ja relativ bugfrei. Es ist nichts gut, aber es ist bugfrei. Es ist zumindest keine vehementen Bugs. Also so Kleinigkeiten immer, Grafikfehler, Glitches, ja, Clipping, das sehe ich hier ständig. Aber sonst ist das wirklich nicht so. Ja, vielleicht könnte jetzt aber der erste Bug vorhanden sein. Kannst du nicht rechts rumlaufen einfach? Achso, ich sollte mich erst darum kümmern, okay. Glaube ich, oder? Ja, natürlich. Hey, wie in den alten Medal of Honors. Hauptsache, das übernimmt man noch. Oh, das war wirklich wieder mal ein Beispiel dafür, wie es nicht auszusehen hat. Du hast den jetzt dran geklatscht. Boah, guck mal. Los. Das waren Aufgaben, die hat man in COD1 noch gemacht. Und da meinten die Leute, ja, irgendwie ist das nicht mehr so zeitgemäß. Und in COD3 hat man das auch noch gemacht und da fanden es die Leute auch schon scheiße. Wir sind Medal of Honor, wir sind besser als Call of Duty, wir machen dasselbe. Und da kommen immer die Leute, die meinen, dass Medal of Honor früher da war und Call of Duty der Klon ist. Weil Call of Duty ja nicht von denselben Entwicklern ist. Und da gibt es die Leute wie mich, die das nicht mal unterscheiden können. Das ist mir alles zu blöd. Das ist auch ganz gut. So, das ist doch mal ganz hübsch hier. Oh, hier kommt man tatsächlich nicht rüber. Tja, da muss ja jetzt erstmal jemand Patschehändchen geben. Patschehändchen für Patrick. Ich esse in meinem... Die gucken dich permanent so bösartig an. Ich gucke nicht in mein Fernglas. Ich bin zu cool dafür. Okay. Soll ich machen?
Ich glaube, du sollst sie abba... Achso, okay. Ah, du musst sie wieder unauffällig markieren. Rotes Laservisier. Also ich darf noch nicht. Das Spiel hat es übrigens jetzt schon wieder geschafft, in der zweiten Mission mich wieder anzupissen. Das wird nichts mit einem kompletten Playthrough an einem Stück. Das geht nicht. Ich habe auch irgendwie... doch. Ich kenne noch eine einzige Mission und dann weiß ich auch nicht, wie das Spiel weitergeht. Es fühlt sich einfach so... Stell dir vor, nach diesen Missionen wird das Spiel richtig gut. Und daher kommen die ganzen guten Bewertungen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen. Da kriegst du einen Raketenwerfer und kannst 4 Meter hoch springen und rennst durch. Oh, okay, das klingt allerdings... Das klingt aber nach Saints Row 4, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, wie plötzlich alles rot geworden ist und nicht mehr blau. Tja. Oh, das ist eine Feuerkraft. Krieg ist cool, ja. Das hier soll jetzt gerade eine sehr emotionale Kriegsfront sein, aber es fühlt sich an... Kommt ihr noch? Achso. Ja, warte, das Schiff musste erstmal den Cutscene auslösen. Ja, oh nein. Oh. Dieses eine Haus ohne Dach. Hilfe. Sie hätten uns fertig gemacht hier. Aber wir können einer... sind eigentlich deine Teammitglieder? Die warten noch. Auf was? Auf dich? Darauf, dass das nächste Gebiet geladen wird von... Ich bin ein großer... und texturierter Mann. Großer Junge, komm und spiel mit mir. Und alles ist orange. Und geht's jetzt? Wo die Sonne ist aufgegangen. Da hinten sehe ich irgendwo ein Teammitglied von dir. Da. Da. Kontakt. Wo? Links. Links. Das andere links. Das ist rechts, wohin du läufst. Nein, das ist von ihm links. Erstmal nur Taliban. Oh, jetzt spawnen neue. Ah. Ja. Das haben sie nicht, das konnten sie nicht selbst hinkriegen. Nein, das ist auf jeden Fall... Oh, jetzt darfst du wieder zurücklaufen übrigens. Du darfst Richtung OP Dorothy laufen. Ja, ich wette sowieso, sobald ich jetzt hier bin, laufen sie wieder in diese Richtung. Denn Post-OP Dorothy sieht nicht mehr aus wie Dorothy. Es war so klar. Es war so klar. Weißt du, was man viel machen muss in diesem Spiel? Warten. Richtig, das war das, was ich sagen wollte. Du wartest jede 10 Sekunden. Ja, 20 Sekunden sind lang. Die Einzelmännchen legen Bretter durch den Stein. Sieht eher aus wie die 7 Zwerge. Okay. Auf dem Weg zu... den 7 Zwergen. zu den 7 Oh nein, wir haben... Nein, unser Angriff hat das Spiel linearer gemacht. Krieg ist schrecklich. Aber oh! Ich hab sogar V gehämmert, um den Typen, der da unten war. Ich bin ein Taliban. Das war total... Oh nein! Meine Teammitglieder, die einen Meter hinter mir waren, konnten mir dann doch noch das weißt Leben was retten. Das, weißt du, was das Beste daran ist? Das Beste daran ist, dass der Taliban dich nicht direkt erschossen hat. Nee, das machen die nie. Nee, weil Taliban dafür bekannt sind, Gefangene zu nehmen. Weil Taliban dafür... und sein Kragen ist bekannt dafür, durch sein Kinn zu klippen. Aber weil Taliban dafür bekannt sind, mindestens 2, also eigentlich sind es 4 Leute zu hören, aber einer redet nicht, also 3, ich konnte mich retten. Sehr gut, Tim. Man hörte die ganze Zeit und trotzdem nehme ich den einen und quetsche ihn aus. Ja, versuchte. Guck mal da unten, ich kann nicht sprinten, wurde die ganze Zeit eingezeigt. Der Grund ist, weil brutale Killer spielen. Moderner Shooter. Das ist viel schlimmer. Das ist das Gleiche. Die haben sogar ein Symbol dafür. Sehr schön. Ah, wow. Endlich kommen wir weiter. Endlich konnte man durch diese Tür, die so schwer und wichtig war. Man brauchte das Visier vor. Was? Wo war denn da einer? Geheim in seiner Höhle. Osama Bin Ladens Höhle. Ja. Ich kann wieder nicht sprinten. Direkt ich kann wieder über nicht sprinten. Guck mal, wie schön der Tag ist. Ja, du darfst nicht sprinten, weil hier ja, so die Szenerie so wunderschön ist. Guck mal, der blaue Berg. Hinter den blauen Bergen wohnen die 7 Zwerge. Ja. Ein Blue Double D. Ich kann nicht durch, weil unsichtbare Wände. Dankeschön, du darfst jetzt wieder aufhören. Kein Problem. Ich bin immer dafür da, wenn ich. Dieses Spiel regt mich auf. Das verstehe ich, Tim. Träume, das meinte ich da. Ich würde, wenn ich dürfte, aber ich darf nicht. So sieht übrigens eine realistische Bergkante aus. Ja, da hinten, der blaue Berg. Oh nein, da laufen wieder böse Partys. Ich bin einfach teleportiert. Die springen wieder so ein bisschen durch den Boden durch. Ist immer gut. Das ist überhaupt nicht linear, man hat so viele Wege. Neptun 1 braucht noch 5 Minuten. Tim. Wieso wird dir eigentlich jetzt noch angezeigt, wie du deine Waffen wechselst mit dem Scroll-Wheel? Preacher? Preacher! 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 Deswegen kommt so ein Nachfolger nicht mehr vor. Okay. Preacher? Ich habe die Stellung eingenommen.
hat erstmal so 10 Minuten den Boden vorgewärmt, weißt du, damit er sich hinsetzen darf. Nein, irgendwie, der braucht eine elektrische Ladung für dieses, was auch immer, noch eine Minute. Vielleicht weiß er auch einfach, dass du Detlef D. Soest bist. Ah, und er hat versucht zu tanzen. Richtig. Leider nicht. Und dann bist du ihm näher gekommen, hat er aufgehört, weil er sich geniert hat. Das gibt Sinn. So. Du bist jetzt in der geheimen Ecke der Taliban, die man für dich hier finden. Höh, der hat eine Sturmmaske. Ha! Referenz! Nein. Okay, danke. An dieser Stelle nicht. Das kommt immer nur dann, wenn du es nicht erwartest. Okay. Ja. Dein Knie ist mein. Richtig. Oh nein! Oh nein, du hast das Essen verschüttet. Was soll das denn? In Taliban-Town kann man nur am offenen Feuer kochen. Oder sterben. Oder sterben. Ja, friss oder stirb, heißt das Motto. Hey, ich bin geflogen. So, weiter geht's, ey. Wir waren ja noch nie hier. Haben das ja noch nicht schon mal gemacht. Diese schöne Stelle. Preacher. Preacher hat sich diesmal schon direkt gemütlich gemacht. Preacher. Zu wenig. Au. Oh nein, wir drehen uns. Ich dreh mich weg von den Leuten, die schießen. Dankeschön. Das war mal ein guter Sniper-Schuss. Ja, dankeschön. Ich schau mal eben, wo Preacher bleibt. Preacher? Tja. Ist ein ewiger Prediger, der gute Mann. Oh, er ist weg. Er hat's geschafft. Er ist weg. Keine Lust mehr gehabt. Jesus hat ihn zu sich. Ab an den Soflam. Auch wenn bei Soflam irgendwie ein Buchstabe so schien, als wäre er abgeschnitten worden wäre. Aber naja, das ist ja nicht so schlimm. Aber das ist schon in Ordnung. Wenn die Fonts, also wenn das die größten Probleme sind, die du mit dem Spiel hast, dann sind wir auf jeden Fall gut dabei. Leider ist das nicht so. Ich wünschte, es wäre der Fall. Oh nein, da ist eine realistische Steinkante. Hier kommt man natürlich nicht später hoch. Nein. Danke, Shaman. Reaper 31 braucht Markierung. Kriege ich jetzt den Soflam, dankeschön. Wow. Solalaflam. Ja. Danke, dass das Symbol noch angezeigt wird. Darfst du übrigens jetzt durch die Waffen switchen? Boah, spannend, also das ist das fühlt sich gerade so ein bisschen anders als so eine Katze. Und so ein Laserpointer wird die ganze Zeit mit dem Laserpointer die Katze gegen die Wand jagen. Das Lustige ist, die Katzen bewegen sich. Das stimmt. Also sind Katzen süß. Schade, dass wir so viele explosive Fässer haben. Aber ich wette mit dir. Am Ende war es doch nicht so eine gute Idee. Ich wette mit dir. Trivia. Weil ich eben gesagt habe, Taliban sind im Gegensatz zu Katzen süß. Es gibt bestimmt Taliban-Hentai irgendwo im Internet. Natürlich. Und du kennst das. Du hinter der hinter dem Bildschirm. Soll ich mal was sagen? Ja. Von Modern Warfare 2 habe ich meinen Dungeon gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Yaoi. Schwul. Achso, okay. Danke, dass wir das endlich geklärt haben. Naja, aber es gibt ja auch Sorge. Fanfictions, also das gibt es nicht alles. Ja, so. Hoffentlich nicht von uns beiden. Wenn ich jemals eine lesen werde, dann... Und sie. Und der Erste hat gerade das Video pausiert und das Textdokument geöffnet. Tim, bitte hör auf. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Spätestens jetzt. Ich möchte mir das nicht vorstellen, danke. Du musst es dir ja auch nicht vorstellen, bald kannst du es lesen. Nee, ich bin illiterat. Ich kann nicht. Geh nach Reddit. Ich kann leider nicht lesen, Tim. Deswegen lohnt es sich gar nicht. Oh, wir gehen in diese untexturierte Mine rein. Ha! Das wird viel heller. Ja. Ah, jetzt ist es hell. Oh, auf einmal ist sie riesig. Guck mal, da kommt sogar Licht. Das ist aber eine große Mine. Da ist einfach ein Stein mal oben drauf gefallen, jetzt ist es hell. Ja. Guck mal, diese zwei Holzblöcke hätten auf jeden Fall den Stein nach oben. Das ist, Die haben gemerkt, dass da oben welche stehen, aber die konnten nicht mal eben so hier langlaufen. Nein, das geht nicht, weil die Tür für sie auch unpassierbar war. So. Also ausweichen. Darf ich den Alten das Feuerschild mitnehmen? Nein, oh. Okay. Oh nein, die Titanic ist gefallen. Luke Skywalker hat den Todesstern abgeschossen. Bitte hör auf. Danke. Du hast angefangen, Tim. Aber ich habe nicht gesungen. MG. Was hast du dann getan? Ich hab nur gehört. Ach so, gelalert? Hast du das Lala? Ich ziehe auf die Kiste, das ist ein explosives Fass, wo soll ich denn sonst drauf schießen? Ah ja, jetzt geht's. Ja, endlich. Die Kugeln haben ein bisschen Travel. Boah, das hat auch schön ausgesehen. Ja. Guck mal da oben, oh, ein Blümchen. Sieht eher aus wie ein Telefonmast. Telefonmast, okay. Stuhl! Tut mir leid, im gestrigen Video war ich nicht so schlimm. Schlimm, wenn du das so nennen möchtest, aber heute ist es einfach. Guck mal, die Sonne geht schon wieder unter. Oh, das war blöde Schlampe ist der letzte, was in diesem Video vorkommt.
Und hier folgt dann der obligatorische Schnitt zur nächsten Mission. Die haben wir auch aufgenommen, aber die war so schlecht und so langweilig und so monoton, das wollen wir euch nicht antun. Das größte Problem an dieser Mission waren zwei Stellen. In der ersten sollten wir einen MG-Typen unter Feuer nehmen. Töten können wir ihn nicht. Weder mit Schüssen genau auf sein Gesicht, noch mit Granaten genau in sein Gesicht. Man konnte ihn nicht töten. Man muss ihn unter Dauerfeuer halten, damit irgendein Teammitglied ihn töten kann. Das dauert und es nervt und das ist kein gutes Game Design. Die nächste schreckliche Szene ist ein, sagen wir mal, 10-minütiger Part, an dem man an ein und derselben Stelle hockt und endlich Gegner spawnen, die nie in die Nähe kommen und nie eine Herausforderung oder eine Gefahr darstellen. Und man muss sie töten und töten und töten und töten und ab und zu stirbt man dann doch und dann bleibt ein Teammitglied an der Wand hängen. Und dann hat man das Level irgendwann geschafft. Und irgendwann hatten wir nichts mehr zu sagen. Und irgendwann ist Moritz aufgestanden, hat sich was zu trinken geholt und ich bin auf Klo gegangen und das müssen wir euch nicht zeigen. Falls ihr sowas nicht allzu gern auf diesem Kanal seht, verstehe ich. Ist okay so. Falls es euch aber trotzdem gefallen hat, ja, irgendwas in dieser Art wird irgendwann mal wiederkommen. Denke ich mal. Aber nicht so häufig. Ich will mich ja eher auf Reviews und ähnliches konzentrieren. Ansonsten könnt ihr aber auch mal auf Moritz' Kanal vorbeigucken. Sag ich nur mal so. Fürs Erste reicht das aber erstmal. Und es reicht besonders von Medal of Honor. Dieses Scheißspiel.